Klepps Liebling ist Arno Klepps Frau. Das, na, das stimmt nicht. Birnensorte. Da, dein, dein Telefonjoker ist einmal so ein richtiges Arschloch. Hallo und herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Es ist der zweite Part mit dem guten Dorsten und meiner Wenigkeit, dem Retro-Basti. Ja, wir haben beim letzten Mal so viel Spaß gehabt, dass wir uns entschieden haben, na komm, wir machen noch ein Part. Je nach würde ich einfach mal sagen, wir legen los. Jawohl. So, beim letzten Mal habe ich ja angefangen. Du hast... Da machen wir es wieder in der gleichen Reihenfolge. Dann bist du jetzt der Quizmaster und jetzt bin ich der Kandidat und dann machen wir die nächste Runde wieder andersrum, würde ich sagen, oder? Genau. Alles klar. Okay, dann fange ich an mit der ersten Frage. Wie bezeichnet man die Aufnahme fester Nahrung? Progressive Pept? Warum? Warum? Oh Gott, warum? Styriakmose essen oder Adeninglykogen? Kannst du das mal lesen? Sorry. Ich möchte nicht wissen, was die anderen Sachen für Krankheiten sind. Demnach würde ich sagen, es ist C wie Essen. Ich logge C ein. Ja, wenn das falsch ist. Oh Gott. Oh weia. War schon mal richtig. Na, 3 Lachflash später. Wie wird eine freistehende Säule von größerem Durchmesser bezeichnet? Mhm. Blackbox? Rotunde? Litfaßsäule? Kapitell? Es ist C, die Litfaßsäule. Was sind das andere alles für Begriffe? Eine Litfaßsäule gibt es zum Beispiel in größeren Städten noch. Ja, ja, das, die Dinger kenne ich schon. Was eine Blackbox ist, weiß ich auch, aber die anderen zwei. Rotunde. Tja. Welche dieser Wörter bezeichnet eine Irrfahrt? Spartakiade, Odyssee, Sisyphus, Valhalla. Ich sage B, Odyssee. Ich logge B ein. Ist richtig. Syphilis, aber... Na, Sisyphus. Ich kenne nur Sisyphus-Arbeit. Das ist, wenn es dir so Kleinkack ist. Genau. Mhm. Schrauben sortieren und so. Wer war in der griechischen Mythologie der Gott des Meeres? Aquarius, mhm. Zeus... Poseidon, Apoll. C, Poseidon. Müsste richtig sein, jawohl. Yeah. Hieß der denn jetzt Apollo? Ich hab einen Lauf. Sehr schön. Vielleicht knackst du die Million? Yeah. Krieg ich dafür ein Bienchen? Ein Fleißbienchen. Och nö. Wie lautet der zweite Vorname des ehemaligen Weltklasse-Fußballers Die? Ja. Moment mal, wenn ich jetzt hier drücke, müsste ich zoomen können. Ich probiere das mal aus. Ah. Diego Maradona. Ah. Diego Maradona. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist alles Spanisch, ne? Das, glaube ich, weißt du eher wie ich. José? Ja, die Namen sind José, Armando, Amadeo, Giancarlo. Danke fürs Vorlesen. Ich glaube, es ist Diego. Ah,
Nee, Quatsch. Geh mal nochmal zurück, bitte. Ich will Publikumsjoker einsetzen. Moment, zurück. So, Publikumsjoker? Mhm. War Z. Mhm. Oh. Ziemlich eindeutig. Für mich auch. B, bitte. Jawohl. B. Würde eingeloggt. Okay, Spannung. Trommelwirbel. Richtig. Cool. Na, da bin ich mal gespannt. So, jetzt kommen die 500-Euro-Frage. Hui. Wer oder was ist Klaps Liebling? Klaps, Klaps? Keine Ahnung. Schokoladentorte? Was ist Klaps? Arno Klaps. Warte mal, ich muss das wieder ranzoomen hier. Arno Klaps Frau. Birnensorte. Rauha Dackel. Rauha Dackel. Wer oder was ist Klaps Liebling? Schokoladentorte, Arno Klaps Frau, Birnensorte, Rauha Dackel. Was ist das denn? Was ist Klaps? Ich habe keine Ahnung, was ein Klaps ist. Okay, wir sind halt zu alt. Ja, aber die Dinge hören sich nicht so an, als wäre das besonders neu. Also Rauha Dackel, die gibt es ja schon ewig. Birnensorten, ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur Birne hier. Wegen Klaps. Deswegen, ich weiß nicht, was Klaps ist oder wer oder was Klaps ist. Demnach werde ich. Ich habe noch ein paar Joker. Ich werde einen Telefonjoker einsetzen. Jawohl, eingeloggt. Zwei bitte. Jawohl. Sie rufen jemanden an. Ihr Telefonkandidat tippt auf Arno Klaps Frau. Er meint, er sei sich hundertprozentig sicher. Na, wehe, wenn nicht. Dann nimm wir. B. Mhm. Klaps Liebling ist Arno Klaps Frau. Das stimmt nicht. Birnensorte. Dein Telefonjoker ist einmal so ein richtiges Arschloch. Ich will jetzt keinen bei Namen nennen, hätte ich ihn mal bloß nicht angerufen. Ich klicke mal so rüber in meine Freundschaftsliste von Discord. Gut, dass sich alle angesprochen fühlen. So, ja. Das war toll. Ey, wir haben gleich dann die 500 Euro gewonnen. Wunderbar. Leider hat die keine. Na komm, noch ein Spiel. Jawohl. Und Start. Jo. So, und damit herzlich willkommen zu Wer wird Millionär? Unser heutiger Mitspieler ist Dadoschten. Und wollen wir mal schauen, ob ihr heute die 1 Million Euro knackt. Und schon kommt die erste Frage. Was für ein Landsmann ist der Formel-1-Rennfahrer Mika Häkkinen? A. Finne. B. Iraner. C. Albaner. D. Bulgare. Oder E. Scher dich zum Teufel. Scher dich zum Teufel? Ja, die gute Frage. Da bleibt dir nur Finne übrig, ne? Wie du möchtest. Finne. Hätte ich aber auch getippt. Ja, für alle anderen ist er zu hell. Ja, schon käsig. Gut, wunderbar. 50 Euro in deiner Tasche. Worauf wird Negan gewickelt? A. Spule. B. Spund. C. Spulwurm. D. Spüle. Spule? Ich tippe mal rotzfrech auf die Spule. Ja, ich hätte zwar auf die Spüle getippt, aber... Wenn du unbedingt auf die Spule tippen möchtest. Die Spüle. Ich wickel meinen Nägern auf die Spule.
lustig. Oh, was ist Genetik? A. Endsystem. B. Musik von Genesis. Oder von Genesis. C. Kaputte Uhr. Oder D. Vererbungslehre. Wohl ein 50-50 Joker. Really? Nein, das ist Vererbungslehre. Ich sag, I can't Genetik. Glückwunsch! Na, das wär's doch. Vertippst dich noch, drückst E. Ich glaube, das geht gar nicht. Unter welchem Namen ist das echte Springkraut auch bekannt? Na, das kennst du doch. Ist das geil? A. Stech dich gleich. B. Platz, da ich komm. C. Rühr mich nicht an. Oder D. Vergiss mal nicht. Das ist geil. Stech dich gleich. Echt, rühr mich nicht an. Das gibt's wirklich? What? Ich dachte, es ist das Vergiss mal nicht. Die anderen kann ich nämlich nicht. Ach, du hast jetzt wirklich das Falsche geklickt. Ja, das Vergiss mal nicht. Das ist die einzige Blume, die ich kenne, die so, die mit so einem Namen. Du hast Rühr. Ach so, das Rühr mich an, weil es wirklich das Richtige. Nein. Doch, rühr mich nicht an, weil es Richtige. Ach du Scheiße. Ist ja nicht wahr. War kurz, hätte ich gesagt, spielen wir nochmal eine Runde, oder? Ja, würde ich sagen. Ah, ich habe 0 gewonnen, das ist schon mal gut. Aber ich gebe dir noch eine Chance, komm. Nee, du bist wieder dran. Na gut. Oh Mann. So. Ich hätte auch auf D getippt. Guten Abend, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Wer wird Millionär? Zu Gast dieses Mal im Studio unser Retro-Basti. Hallo. Welche dieser Früchte sind keine Bärenfrüchte? Himbeeren, Johannisbeeren, Weinbeeren, Kirschen oder Bimbeeren? Könnte Fangfrage sein. Ich glaube Kirschen. Kirschen? Moment, das war D, ne? Ja. Klicke ich an. Richtig. Ja! Ey, voll Knorke, ey. Kopf vor die Kirche, ey. Joa. Okay, nice. Wie lautet das französische Wort für Unentschieden? Visage, Bagage, Remis, Malheur. Merde. Remain. C. Ja. Echt, das heißt Remain? Das heißt Visage, Bagage, Remain, Malheur. Ja, El Malheur kenne ich. Oh, Malheur, El Malheur. Genau, nee, aber es ist Remain. Alles klar. See. Raymond. Ja. Raymond. Genau. Hört sich an wie ein Käse. Oh, Raymond. Was stinkt hier Käse? Substanzen, die einen höheren pH-Wert als 7 besitzen, nennt man Schwäger, Vettern, Oheime, Basen. Ich wollte gerade sagen, wollt ihr mich alle natzen hier oder was? D. Basen. Jawohl. Ich bin ziemlich sicher. Ja, Basen ist. Der Basen. Der Basten. Der Basti. Basen ist ein altdeutsches Wort für Cousine. Okay. Drum war das. Waren die Dürnde. Dürnde. Was wird als Gelege bezeichnet? Okay. Laubhaufen, Brotaufstrich, One-Night-Stand, Vogeleier im NES. Ich
Er werden nicht seine Vogeleier im NES. Ja, da sind sie schon warm. Jetzt weiß ich, warum die meisten von den Dingern nicht mehr funktionieren. Das ist Scheiß die Wand an, ehrlich. Ach du Scheiße. Also würden sie jetzt schreiben, was wird als Gehänge bezeichnet? Aber wir wollen ja jugendfrei bleiben, ne? So, scheiß drauf. Die Jungfrau von heute guckt sich ja schon mit 10 Punkten. Also was soll's. Aber nicht auf YouTube. Da gibt's alles Mögliche. Wirklich. So. Aber wir wollen ja keine Werbung für andere machen, ne? Psst, doch, YouTube-Kanal anschauen. Da gibt's kein Gehänge. So. was als Gelege? Meine Fresse. Ich tippe jetzt auf D. Nee, Blödsinn. Ich werde das Publikum fragen. Das ist mir zu unsicher. Ich bin mir nicht sicher. Obwohl, nee, wir nehmen lieber 50-50 Joker. 50-50 Joker? Ja. Okay. Dann ist es D, Vogeleier im Nest. Ja, ist richtig. Zwar ist C auch passend, aber ich glaube nicht das, was gemeint ist. Na, ein Gelege ist ein Vogelnest. Also Eier im Vogelnest. Da wieder was Neues gemacht. Wie nennt man Bahnradwettbewerbe? Bei denen Radfahrer bis zu 100 km/h, Moment, kann man wieder nicht alles lesen. Wie nennt man Bahnradwettbewerbe, bei denen Radfahrer bis zu 100 km/h hinter Motorrädern hinterherfahren? Prolog. Was sind Bahnradwettbewerbe? Prolog. Steherrennen. Zeitfahren. Verfolgungsrennen. Alter Schwede. Ich frag das Publikum bitte. Vielleicht sind die ja schlauer als ich. Ja, habe auch noch nie gehört. Das Publikum war Z. Hab ich irgendwas verpasst? Ja, das sagt mir auch nichts. Oh, ist aber eindeutig. Was war denn B bitte schön nochmal für eine Antwort? Gehen wir zurück. Steherrennen. Okay. Oh, ich vertraue dem Publikum. Und? Richtig. Wow. Aber ich hätte es auch nicht gewusst. Steherrennen. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Warum sollen wir überhaupt mit dem Fahrrad hinter dem Motorrad herfahren? Was ist denn das für ein Schwachsinn? Totaler Humbug. Ehrlich. Was stand bei Herrn von Ribke auf Ribbeck? Nein, schon mal. Was stand bei Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland laut Theodor Fontaine im Garten? Birnbaum, Uli Stielige, Betonmischer, Bullemännchen? Das ist ein Scheiß. Was stand bei Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland laut Theodor Fontaine im Garten? Ich sag Birnbaum. Birnbaum? Ja. Sag jetzt mir alles. Jetzt komme ich mit Betonmischer. Ich gebe Birnbaum ein. Und es ist richtig. Ja. Glückwunsch. Ich war mal totaler Schwachsinn. Obwohl ich nicht wer Uli Steinige war. Ist. Wie auch immer. Keine Ahnung. Aber wir haben's. Cool. Was bezeichnet man mit dem Ausdruck Yellow Press? Mhm. Klatsch und Ratsch. Schlechte Schulz. Warte mal, ich mach das wieder her. Klatsch- und Tratsch-Zeitungen, schlechte Schulzeugnisse, Mahnbriefe, atomare Bedrohung. Ich
dazu würde ich gerne... Was habe ich noch an Joker? Schauen wir mal. Telefon. Telefon. Dann nehmen wir Telefon. Den zuverlässigsten von allen. Jawohl. Ihr Telefonkandidat hat überhaupt keine Ahnung. Sorry. Sorry. Okay. Ist das geil. Okay, ich hol mal Google. Google Joker. Nein, sowas machen wir nicht. Ich tippe auf Klatsch und Tratsch. Ah. Sicher? Ah. Okay, ich tippe A ein. Ich würde Mahnbriefe sagen. Aber du hast recht. Ich hätte verloren. Hammer. Ich hätte aber auch als erstes auf Mahnbriefe getippt, weil die ja auch erst in einen gelben Umschlag kommen. Ja, eben. Ganz bösen. Naja, okay. Nice. Wer oder was ist eine Schalmei? Ziegenhirtin? Umhang? Blasinstrument, Glockenblume. B-Umhang. B-Umhang? Blasinstrument. Okay, naja. Und mit der Schalmei ist alles vorbei. So würde ich sehen. Und ich glaube auch dieser Part. Jawohl. Wir beenden das Ganze hier, bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Euer Retro Basti und euer Doschten. Servus. Ciao.